Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro. Unser lieber Freund wurde jetzt gefangen genommen. Der Mr. Whiskey. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht wechseln. Ich wollte nur mal ein bisschen aufladen. Von wo kommt das Pfeifen? Okay. Wie können wir eigentlich Granaten werfen? Jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken. Steuerung, Tastatur, Waffen. Waffe 1, 2, 3. Kartoffelbrei. Medipack, Nachtsicht, Feuerzeug, Licht, Filterwechsel, Gasmaske. Zeit? Achso, da schaue ich auf die Uhr. Aha. Ah. Oh nein, das wollte ich nicht. Und wie nehme ich das jetzt dann her? Ah, vielleicht mittlere Maus, oder? Ich probiere es dann einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Kapiere ich nicht ganz so. So, daher kamen wir ja, ne? Oh, da ist noch ein Journal. Gibt es irgendwelche Kredithaie in der Metro, denen Bourbon Whisky kein Geld schuldet oder gefährliche Obermotze, die er noch nicht geärgert hat? Verdammt, dieser Typ hängt die ganze Welt, diesem Typ hängt die ganze Welt am Arsch. Und jedes Mal scheint das Glück ihn zu verlassen. Mir ist das egal, oder zumindest sollte es das sein. Trotzdem kann ich ihn aus irgendeinem Grund nicht all dem überlassen. Sukhoi, mein Stiefvater, sagte mir einmal, rettest du jemanden einmal, musst du ihn immer retten. Man kommt nicht umhin, sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, denn den man nicht hat sterben lassen. Er wächst dir ans Herz, genau. Deshalb nahm Sukhoi mich auf, als meine Mutter starb. Und vermutlich deshalb kann ich jetzt auch Whisky nicht zurücklassen. Da ist einer. Da ist auch einer. Geil. Hä? Warum ist der jetzt kaputt? Wahrscheinlich stinke ich jetzt so sehr, weil ich in der Toilette war. Kann das sein?
geben wir uns gegenseitig Deckung. Warum ist der... Hä, warum ist der... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss ich jetzt auch nicht... Hä, warum sind die jetzt tot alle? Ich habe doch noch gar nicht geschossen. Ah, guck an, hier sind so welche. Hier sind überall... Oh! Oh, jetzt ist er weg. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle, die jetzt kein... die jetzt nicht gefährlich ist, da durchzugehen, ne? Haben sie mich gesehen. Aber ich bin bis jetzt gut durchgekommen. Tschö. Oder auch noch. Na! Warte mal, ich muss jetzt mal, glaube ich, echt mal ein bisschen dahinter gehen. Geben Sie mir Munition. Da noch irgendwie Munition, noch ein bisschen oder so? Nee. Oh, wie spannend! Was ist denn das hier? So, das muss ich jetzt irgendwie noch mal. Wie mache ich denn das? Wie kriege ich denn das? Nee, da schieße ich nur. Ha. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich jetzt keine Muni mehr. Schrot nehme ich jetzt nicht. Eigentlich auch ganz schön makaber, oder? Jetzt so eine Musik und dann... Wir haben sie auch noch im Schlafzimmer ermordet. Hallo? Du willst mir noch was geben? Zeigst du mir an? Nee, dann halt nicht. So. Munition, Munition. Ich krieg so viel Munition. Was hat das zu bedeuten? Und
da. Braucht jetzt kein Mensch mehr? Hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Ja. Neues Magazin! Haha, ihr könnt alle kommen. Nochmal. Zack. Lade nach. Kommt da noch einer? Oh, das sind einige. Ich bin kein Miststück. Ich bin ein Mann. Habe ich eigentlich die Gasmaske jetzt auf oder nicht? Wo kommen her die Schieße? Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Aua! Wo? Ach, da hinten. Ja, nimm mich unter Beschuss. Ich schieße zurück. Und mache dir viele Schmerzen. Mache ich dir Schmerzen, bis du liegst am Boden und dich nicht mehr kannst bewegen. Jetzt aber trotzdem noch mal schnell darüber gucken. Lucky, Lucky, Spocky, Spocky. Schaut das so. Haben wir schon wieder was gekriegt? Die kann man ja nicht aufmachen. Mach mal aus. Brandgefahr, sage ich dann nur, ne? Mal, ich guck hier runter. Vielleicht können wir auf der anderen Seite. Ah nee, okay, ist auch zu. Ich dachte, da hätten wir auch noch was einsammeln können, aber ich bin jetzt eh schon eigentlich fast voll, ne? Da habe ich alles. Ich nehme auch sehr gerne Geld. Kann ich kaufen Waffen? Kann ich kaufen Munition? Kann ich kaufen Maske? Kann ich kaufen alles? Die ganze Welt. Da müssen wir fast lang. Oh, da geht's runter. Da müssen wir doch nicht lang, wahrscheinlich. Wen hast du mitgebracht, oh. Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Und Jom. Wer zum Teufel? Nein!
kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Hä? Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Boah, nicht dein Ernst, jetzt ist er hier. Aber schau, haben wir schon wieder den nächsten Kunden, der uns begleitet, beziehungsweise den wir begleiten. So, hier ist nochmal ein Journal. Wie kommst du jetzt her und wer bist du? Tabulator. Es scheint, dass Männer wie Whisky mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, im Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles. Und sie glauben, das ewig durchzuhalten. Aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es nicht zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandeln, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin? Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre? Weil er das Schicksal selbst ausgewählt hat? Nein, ich mache das, um diese kleine Stimme in meinen Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können, dass ich sein Leben irgendwie hätte retten können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir selbst, es ist immer die Welt, in der wir leben. Und mit welchem Recht kann Khan denn überhaupt unter ihnen urteilen? Der braucht kein Licht. Eine kluge Entscheidung. Ich glaube, ich hätte ja auch nichts anderes als machen können, oder? Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Schuke. Khan versicherte mir, dass Burdens Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Weiter geht's. Jetzt schließen wir uns Khan an. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Bei Metro 2033. Bis dann.